Er dachte, es wird eine ganz normale The Evil Within-Folge. Doch dann änderte sich alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe so Angst vor dem Ding. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Evil Within. Wir sind gerade diesem komischen schwarzen Monster ja entwichen und wir werden das mit Sicherheit nochmal wieder treffen und ich freue mich unglaublich drauf. Ich hoffe, ihr könnt mir die Freude aus dem Gesicht ziehen. Ich meine, das ist, ich freue mich so sehr. Das wird super. Sag nicht, in dem Aufzug ist das Ding drin. Boah, ungelogen, das Ding ist so eklig. Da ist auf jeden Fall eine Menge Feuer. Ja, ich habe den Schalter betätigt, aber das Feuer ist irgendwie nicht ausgegangen. Jetzt ist es ausgegangen. Interessant. Da ist auch noch Feuer. Es kommt schon, Leute. Es geht doch irgendwie jetzt gerade darauf hinaus, dass wir gleich gegen das Ding nochmal kämpfen müssen und das irgendwie nochmal verbrennen müssen. Oder nicht? Oder denke ich gerade zu viel? Also in meinem Kopf ist es sehr wahrscheinlich, dass ich gleich gegen das Ding nochmal kämpfen darf. Weil wir haben es schon mal verbrannt. Hi! Das sieht aus wie der Ofen, wo das Vieh rein muss. Hi! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie lange brauchen die Feuerdinger, um endlich auszugehen? Das war übrigens mein Facebook-Sound. Atemberaubend, oder? Mein Facebook-Sound klingt genauso wie ihr. Wie euer. Toll, oder? Ich finde das auch super. Ich habe so Angst vor dem Ding. Ich geh da mal. Hab ich Angst. Warum brennt's hier oben? Also brennst du? Das braucht locker auch wieder so Jahre. Ich weiß aber, wie wir das zurückhalten, glaube ich. Nein, nicht töten, nee, hey, ich hab dich lieb, ey. Ich hab gesagt, ich hab dich lieb, hey. Well, first try failed. Gott, ey. Ich kann auch gar nicht wirklich gerade denken, wenn ich das Ding sehe. Ungelogen, ich hab ungelogen echt richtig Schiss vor dem Ding. So, das Ding kommt runter. Hatten wir schon mal die Debatte. So, und da kommt es jetzt raus. Munition alle? Hey, Munition alle. Ja, noch. Das ist übrigens ja noch besser, weil wir brauchen gleich die Muni. GG. Toll. Ganz toll. Da liegt ein bisschen Munition sogar am Rand, aber meint ihr, da laufe ich jetzt hin? Habe ich einen Lattenschuss oder was? Komm, den Ding doch noch näher, Yannick. Willst du, dass du instant stirbst oder was? Das ist übrigens keine Munition, das ist eine Spritze. Ich geh dann mal. Ciao! Wir haben keine Munition, was machen wir jetzt? Wir brauchen die Munition gleich, die ist lebensnotwendig. Sonst war's das. Da ist Munition. Komm,
Kommt das jetzt gleich schon? Weil wenn ja, dann wart hier. Brennverdammt. Ja, brennverdammt trifft es ganz gut. Ich hab so Angst vor dem Ding. Das ist echt in mir feierlich, wie viel Angst ich vor dir hab. Nein, 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 nein! Ich bin auch durchgelaufen. Kannst du nicht auch so dumm sein und da durchlaufen? Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier lang muss. Ich bin verbrannt. Oh Gottes Willen, ich kann gar nicht gerade denken mit diesem hässlichen Ding. Oh. Gott. Das Ding ist, es wird ja nicht besser. Das Ding ist, ich habe ja keinen Kontrollpunkt mittendrin. Das Ding ist, ich darf ja einfach jedes Mal wieder von Neuem loslegen. Und ich darf jedes Mal wieder von Neuem Angst haben vor diesem Ding. Gott, ist das krank. Das ist eine Qual. Das ist eine Folter. Angst, 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 Angst vor diesen Dingen. Das ist voll krank. Nein! Angst, 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 Angst. Das Ding ist, ich weiß noch nicht, ob ich hier überhaupt rechts rein soll. Ja, muss ich. Und das war's mit diesem Run. Was nicht? Ich hab's irgendwie hier reingeschafft. Aber hier fängt jetzt alles an zu brennen. Und was mache ich jetzt? Wahrscheinlich irgendwo nach einem Ventil suchen oder so. Ich will ja nicht sagen, aber kurz oder knapp, ich verbrenne hier gerade. Ja, das war's. Und ich bin tot. Oder auch nicht, überlebt das hier. Aber ich muss trotzdem, glaube ich, gerade eigentlich ein Ventil finden. Ich glaube, ich darf hier gar nicht überleben. Ich sollte jetzt gerade eigentlich tot sein. Ich sollte locker eigentlich tot sein. Ich habe gerade einen Bug gefunden. Yay. Ich glaube, ich hätte durchlaufen müssen und da hinten die Tür öffnen müssen. Ja, komm, ich verbrenne jetzt. Was soll ich anderes machen? So. Und nochmal das Ganze von vorne. Oh Gott, ey. Ungelogen, das wird die schlimmste Folge, die ich hier aufgenommen habe von diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob man mir das ansieht, aber ich bin ungelogen am Zittern, weil ich dieses Ding so scheiße finde. Gottes Willen. Ist das ekelhaft. Das ist ein langes Armbein, haariges Vieh. Keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Das erinnert mich an dieses Grudge-Vieh von Japan. Und Japano-Horror ist, damit könnt ihr mich jagen. Ich finde das so krank. Es gibt nichts, was ich schlimmer finde als das. Ungelogen. Wenn es um Horror geht, da geht nichts drüber. Da habt ihr mich mit. Das war's. Ich bin dann, ich ist kaputt. Und dieses Atmen von dem Ding ist, macht das auch nicht besser. Das macht nichts besser. Jetzt gerade hat's einen Run. Jetzt gerade hat's einen Run und rastet komplett aus. Nicht übertreiben mit dem Sprinten. Was soll ich denn machen, wenn ich da nicht hin kann? Okay, meine Theorie, dass ich doch da hinrennen muss, hat sich gerade auch in Luft aufgelöst. Was muss ich machen? Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich machen muss. Ich kann mich auf jeden Fall wieder hier in meiner Backecke verstecken. Es kann halt, to be honest, auch wirklich sein, dass ich das Ding hier irgendwie reinlocken muss und das nicht schaffe. Das ist auch möglich. Ich weiß es nicht.
Wenn ich jetzt aufstehe, verbrenne ich, oder? Nee. Oh, guck mal. Kann ja sogar stehen. Ist doch schön. Ach, guck mal. Ach, aber wenn ich ziele, dann brenne ich. Ich werde dieses Video... Ich weiß gar nicht, ob... Meine Güte. Ich werde dieses Video schneiden. Ich bin an dieser Stelle jetzt, glaube ich, 10-mal gefühlt... Nein, es waren 3-mal, bin ich da jetzt, glaube ich, dran gestorben. Und ich hoffe, ich vergesse es nicht, dass ich das jetzt so schneide, dass ich das jetzt sage. Und dass ihr das jetzt in der Endproduktion hört. Kann hier durch. Das Teil verfolgt mich doch jetzt bestimmt immer noch, oder? Ach, das Teil ist da vorne. Ja, moin. Ob du durch das kleine Feuer wohl stirbst? Hundertprozentig. Ich habe übrigens noch einen Schuss in meiner Pistole. Hi. Ach, um da durchzukommen, muss ich jetzt gerade auch erst irgendwas auslösen. Ja, Wunderbärchen. Was muss ich denn machen? Da vorne ist Feuer, da vorne ist Feuer. War das das Einzige, was ich ausmachen muss? Nein! Ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen. Ja, das Feuer da hinten wird weniger. Das, was ich gemacht habe, war auf jeden Fall das Richtige. Leck mich. Okay, ich wollte ihn nicht stressen, tut mir leid. Nimm das zurück. Hier ist noch irgendwo ein Ventil. Hier ist das Ventil. Das portet sich immer ganz nah an mich. Calm down. Ich muss noch da vorne ein Ventil ausmachen, glaube ich. Geh doch da durch, geh doch da durch. So, geil, was muss ich jetzt machen? Oh Gott, oh Gott. Munition alle? Ach, guck mal, Munition alle und das Teil steht direkt neben mir. Traum. Komm hier hin. Ich will, dass du brennst. Lauf hier rein, komm schon. Extra für dich angerichtet. Hässliches Ding. Darfst gerne jetzt nochmal in meine Richtung kommen. Und da rein. Komm schon. Lauf da rein. Sehr brav. So. So, in eine Sache müssen wir dich jetzt noch locken. Das ist wahrscheinlich der Schmelzofen hier, wa? Aber wie kriegen wir dich da denn mal reingelockt? Hier ist auch noch so ein Teil. Oh, fuck it. Ja, und wir sind eh tot. Shit! Um Gottes Willen. Alter, zertrümmert uns das den Kopf. Ist das ekelhaft. Oh, ich wette, ohne Witz,
als Let's Player lebt man ja von den Kommentaren, die man im Spiel abgibt. Aber ich muss echt zugeben, wisst ihr, wie schwierig das ist, wenn man in so einer kranken Angstsituation ist, irgendwie einen klaren scheiß Gedanken zu haben? Das ist echt nicht so easy, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Nie so viel sprinten, dass man nicht mehr sprinten kann, denn sonst kann so eine Scheiße passen. Passieren. Ich will, dass dieses Ding brennt. In allen erdenklichen Möglichkeiten. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was ist das für ein so ein Gegner? Meine Fresse. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Oh Gott. So wie ich es gerade vorhatte, hat es nämlich, glaube ich, funktioniert. Es könnte jetzt noch funktionieren. Jetzt nur irgendwie überleben. Lauf dem Fieder noch in die Arme, genau. Tja. Ich geh dann mal. Renn, 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 renn. Nein. Ich hoffe einfach, dass dieses Ding irgendwann mal kaputt ist, für immer. Ich will das nie wiedersehen. Gott. Nie wieder, bitte. Was ist das? Wie hältst du dich? Ich weiß, wer du bist. Sebastian. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. What the? Was war das für eine Endszene? Okay. Es geht anscheinend weiter nach unten. Okay. Klar. Okay, wo führt das hin? Hier liegen immer noch die Arme von dem Vieh. Ist ja nicht so, als hätte ich sowieso schon Angst vor dem Ding. Nein, da liegen auch noch die Arme. Toll. Ach, schön. Scheiße, schon wieder hier. Geil. Als hätte ich das nicht vermisst. Yippie. Und jetzt geht's dann straight wieder nach geradeaus in den Raum da, oder was? Ja, wie gesagt, das hier hatten wir doch schon mal. Hier sind wir doch auch lang gelaufen. Aber was geht jetzt hier hinten? Leslie! Eine Apparatur von dem Doc. Was zur Hölle soll das werden? Ein Versuch, uns zu retten. Wirklich? Es sieht eher so aus, als würden sie ein weiteres Monster erschaffen. Ich habe für sowas keine Zeit, Detective. Ich auch nicht. Der hat den Kaffee auf. Leslie war schon einmal hier. Und kam zurück. Er hat die Verbindung mit Ruvik überlebt. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Wundervoll. Und was hat das mit all dem hier zu tun?
Das ist unser Weg raus, Detective. Unser einziger Weg zurück. Dieses Geräusch! Nein, es funktioniert. Gott sei Dank, es funktioniert. Oh oh. Leslie, alles okay? Es sollte doch. Warum hat es nicht? Was? Das ist es. Deshalb. Doktor, weg! Er will dasselbe wie wir. Er will raus. Das war's mit dem Doc. Wow. Und da sind wir wieder durch die Parallelwelten geflogen von Ruvik anscheinend. Was geht hier nur alles ab? Wer hat hier gerade geklopft? Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Hör mir zu, verdammt! Was? Hat er dann wieder hier mit uns gesprochen? Der Kollege? Ruvik ist jetzt wohl ziemlich sauer. Ein Stem-Terminal zerstören? Hätte nicht gedacht, dass er so weit geht. Hä? Stem? Er muss dicht dran sein, wenn er die Verbindung zur Vergangenheit kappt. Alles, was ihm bleibt, ist die Verbindung zum gegenwärtigen, ursprünglichen Stem in der Klinik. Klinik? Beacon-Nervenklinik? Dort wird er sein. Er wartet auf ihn. Wenn ihm nicht jemand zuvorkommt, kommt niemand jemals wieder hier raus. What? An ihnen haftet der Geruch von Blut. Ja, ich hatte auch ein bisschen gekämpft und bin gefühlt 20.000 Mal gestorben. Gut, ich würde sagen, wir machen dann aber an dieser Stelle erstmal einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von The Evil Within morgen um 14.30 Uhr. Ich bin Little Campus Brain oder einfach nur Yannick. Wünsche euch noch einen traumhaften Abend und bis dann, euer Brain, tüdelü, mit Ü.